Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Spellforce 3. Wir haben in der letzten Folge hier der Schöpfergilde einen Besuch abgestattet und Untergast kennengelernt, einen zukünftigen Zirkelmagier, der sich jetzt auch unserer Gruppierung angeschlossen hat, nachdem wir einen Quest für ihn erledigt haben. Er wartete dann in Mulandir auf uns, wo wir uns demnächst auch wieder hinbegeben werden. Allerdings gibt es in Immerlicht noch einiges zu tun. Und ich bin mir sicher, dass es auch noch viele Quests zu entdecken gibt in der Stadt. Die laufen uns aber nicht weg. Wir werden öfter noch hierhin zurückkehren, werden jetzt aber erstmal mit dem Fährmann reden. Denn es gibt hier natürlich auch noch andere Dinge zu entdecken. Ich möchte diesen See überqueren. Klar. Wohin? Zum Beispiel den südlichen Strand. Verstanden. Springt rein. Und da gehen wir jetzt als nächstes hin mit unserer illustren Dreiergruppe hier, um mal zu gucken, was man hier noch entdecken kann, was man hier vielleicht noch looten kann. Einiges wird es hier vielleicht noch geben, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Ich habe hier auf jeden Fall irgendwo ein Säckchen gesehen. Da drüben ist es nämlich. Kommen wir von hier aus dahin. Das sieht ganz gut aus. Wir müssen nur aufpassen, dass hier keine zu starken Gegner sind. Das wäre nicht so fein. Flaschenpost. Eine Notiz in einer Flasche, die an die Küste gespült wurde. Das könnte im Prinzip auf eine Quest hindeuten. Ziemlich sicher sogar irgendwie. Obgleich das Pergament alt aussieht, hat die Flasche es offenkundig erfolgreich vor dem Zahn der Zeit geschützt. Krieg ist mein Leben und auch mein Tod. 9-mal bin ich auf dem Schlachtfeld gefallen und 9-mal bin ich zurückgekehrt, um abermals auf dem Schlachtfeld zu kämpfen. Zu sterben wird nicht einfacher, aber zu leben, jawohl. Den Handel gehe ich ein. Diese Rüstung war mir bei all dem stets eine treue Kameradin. Sie ist edel und solide, wie es viele Rüstungen sind, und dennoch besitzt sie eine Kraft, die eigentlich nicht möglich ist. Ich weiß, abgesehen von der Gnade der Wächter, von keiner Macht, die derartiges ermöglichen kann. Nur jene haben die Macht über Leben und Tod, und nur jene können ein solches Geschenk zuteil werden lassen. Ich danke den Wächtern jedes Mal, wenn ich wieder einmal von neuem Atem schöpfen kann. Sie haben mich von des Soldaten größter Feinden befreit, der Furcht. Die Furcht vor dem Tod, die Furcht vor dem Verlust, die Furcht vor dem Unbekannten. Nichts davon vermag es, mir Angst einzujagen. Sogar in diesem Moment, da ich auf diesem Schiff bin, das geradewegs in den Sturm steuert, lache ich nur darüber. Die Seemänner huschen hastig an mir vorbei, um sich vorzubereiten. Ich aber bin immer bereit. Bereit zu sterben. Bereit abermals zu leben. Diese Notiz habe ich in eine Flasche gesteckt. Ich werfe diese im heftigsten aller Stürme hinaus ins Meer. Ich selbst bin nämlich diese Nachricht und diese Rüstung ist meine Flasche. Sollen die Wellen nur tosen, sollen die Winde nur heulen. Niemals soll diese Flasche sinken. Sie ist so ewig, wie ich es bin. Sehr cool. Erinnert irgendwie an einen Runenkrieger. Ist es wahrscheinlich auch irgendwo, denn wie könne er sonst immer wieder aufstehen und immer wieder leben? Alles klar. Wenn nicht als Runenkrieger, das würde da am ehesten Sinn ergeben. Aber schauen wir mal. Der südliche Strand ist auf jeden Fall ganz schön lang. Oh je. Da haben wir einen untoten Zamalma, der ziemlich resistent gegen alles Mögliche ist, wie wir sehen. Aber wir legen uns trotzdem mit ihm an. Mit ordentlich Kravums. Sollten wir das auch eigentlich ganz gut schaffen. Und wie ihr das bereuen werdet. Sehr schön, die sind alle ausgeschaltet. Du kriegst eine schöne Erdrune hier und dann kloppen wir den Rest so runter. Und ein bisschen Heilung. Und down ist er. 200 Erfahrung das Ganze. Steigen wir bald wieder eine Stufe auf. Hier haben wir eine Ruine, sehr interessant. Hier könnten sich auch wieder Goblins aufhalten. Verdammte Rüstung. Ja, verdammte Rüstung. Warum hast du die auch bloß an, Zwerg? Sie schützt dich und dein Leben, aber pff, Scheißteil. Zieh doch am besten aus. Mal sehen, wie lange du dann überlebst. Wahrscheinlich nicht allzu lange. Hier haben wir noch mehr Zombies. Das ist sogar ein gepanzerter Zombie. In Ordnung. Wird schon schief gehen. Erstmal abschießen hier. Erstmal rankommen lassen. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und. Ich brauche Heilung. Ja, gut. Wir warten jetzt erstmal, bis er seinen Rundumschlag wieder machen kann. Und jetzt schlagen wir zu und hauen ab. Hauen am besten sehr schnell ab. Kommt rein. Verdammt. Ich brauche Heilung. Die kriegst du. Und die sind tot. Die da drüben müssten eigentlich noch ordentlich Schaden haben. Der Großteil von ihnen hat sich auch irgendwie wieder verpieselt.
Einer unserer Helden wurde getötet. Ja, der ist gefallen. Das ist schade, aber es ist so, wie es ist. Haut mal die Einzelnen hier runter. Sehr schön. 100 Erfahrung. Der Vorteil ist, dass unserem Helden dadurch keine Erfahrung flöten gehen, weil wir ja eine Gruppenstufe haben und nicht eine einzelne Heldenstufe. Das finde ich grundsätzlich sowieso sehr cool gemacht. So eine gute Idee auf jeden Fall. Na schön. Ich werde euch beschützen. So. Holen wir Taha mal wieder. Steh auf. Mitten in dieser Dunstwolke. Er wird sich freuen, wenn er aufsteht, ohne Mundschutz. Und da ist er wieder. Ja. Den Langbogen nehmen wir direkt mal mit. Was haben wir denn hier noch Feines? Allerlei Folterwerkzeuge liegen verstreut um den Stuhl. Das Holz ist blutverschmiert. Na geil, was war denn hier los? Was für eine Party. Ein abscheulicher Gestank umwabert den Karren. Ihr wirkt, kämpft mit dem Brechreiz. So schlimm. Wir haben schon einiges erlebt und trotzdem. Empirischer Helm der Revitalisierung. Frostspiegel. Wir haben ja schon den Feuerspiegel im Prinzip. Oh Gott, hier wurden Untote irgendwie gefoltert. Oder Menschen so lange, bis sie zu Zombies wurden. Pff. Krasser Scheiß. Hier haben wir einen Gottstein. Das ist sehr gut. Da müssen wir nicht nochmal Eintritt bezahlen für den Fährmann. Very nice. Dann geht's weiter hier. Sehen, ob es hier noch irgendwelche Gegnergruppen gibt oder sowas. Geht auf jeden Fall noch ein ganzes Stück in diese Richtung. Hier kann man auch noch lang gehen. Hier ist aber nichts. Okay, hier ist auch nichts. Hier ist die Map zu Ende. Dann können wir nochmal wieder hier oben hingehen. Hier ist so ein Felsen. Kleine Klippe. Da ist ein Lager. Holy shit. Oh Gott, du hättest... Okay. Ja, ja, okay. Ich dachte, es könnten noch mehr sein. Glücklicherweise sind es nicht noch mehr. Können wir dem irgendwie... Yo, den können wir seinen Schutz nehmen. Das macht ihn natürlich zu einem relativ einfach zu besiegenden Feind. Wenn er seinen Schutz verloren hat. Ansonsten befindet sich da ein makaberer Markt. Quest erhalten. Sieh mal einer an. Befreit den gefangenen Ork. Aha. Was für ein Handel wurde denn hier getrieben? Ist das etwa Rassenhandel? Weiße Kapuze des Fokus. Schaller. Elfischer Kurzbogen. Elfischer Kotzbogen. Was haben wir denn hier noch? Ja, Ork, du kannst mal einen Moment warten. Wir müssen erstmal looten. Willensbrecher. Autoattackenschaden um 50% erhöht gegen Menschen. Allerdings eine zweihändige Waffe. Wir haben keinen Charakter, der damit so wirklich gut umgehen kann. Da lang. Interessant. Das heißt, das ist wirklich eine Quest, die man auch wieder nur durch Erkunden bekommt. Reden wir mal mit dem Ork. Gerettet von einem Bleichgesicht. Jetzt habe ich wirklich alles erlebt. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre ich heute Nacht auf dem Teller irgendeines Menschen serviert worden. Hab Dank, Soldat. Ich bin Kier, vom Stamm der Staubhäute. Ist mir ein Vergnügen. Was meint ihr mit auf einem Teller der Menschen? Tja, kurz gesagt, es gibt ein Syndikat menschlicher Krimineller, die Orks fangen, schlachten und ihr Fleisch als Lindwurmfleisch verkaufen. Es sieht fast gleich aus, also merkt es niemand. Was zum... Macht ihr Witze? Wenn dem so wäre, säße ich dann blutbesudelt in einem Käfig? Nein, ich mache keine Witze. Ich weiß, wie absurd das klingt, aber offenbar scheffeln diese Bleichgesichter auf diese Art eine Menge Geld. Alter, das ist bestimmt in diesem Schlachthaus, was wir schon gesehen haben. Das war ja so ein Sublevel. Und keiner erkennt den Unterschied? Wirklich? Anscheinend. Ich habe noch nie einen meiner Brüder gegessen. Deshalb weiß ich es nicht. Es ist verdammt widerlich und um ehrlich zu sein, will ich darüber so wenig nachdenken wie nur möglich. Hm. Und was verschlägt einen Ork der Staub heute nach Immerlicht? Die Mission unseres Hochhäuptlings, diesem Irrsinn ein Ende zu setzen. Hm. Ihr seid ein Detektiv? Sherlock Quirr? Dann seid ihr eine Art Detektiv? Das wär's. Nein, bin ich nicht. Ich bin ein Khal Zul,
soll heißen ein Architekt. Orks haben Architekten? Natürlich. Was dachtet ihr denn, wie unsere Karls entstehen? Und natürlich, jetzt fragt ihr euch, wie zum Geier ein Ork-Architekt in so einer Mission landet. Tut's nicht. Es ist kompliziert. Ich meine, wir könnten auch einen Ork-Architekten im Prinzip gebrauchen im Mulandir. Erzähl's mir. Nein, das geht euch nichts an. Tut mir leid. Okay, also eine Gemeinsamkeit aller Verbündeten, die wir bekommen werden, ist, dass sie erstmal nichts über ihre Vergangenheit erzählen und der Typ also auch. Vielleicht könnten wir euch helfen. Mit diesem Syndikat meine ich. Warum? Verzeiht, aber dieser Tage gehört Altruismus nicht gerade zu den Dingen, die ein Ork von einem Bleichgesicht erwarten kann. Das Land braucht Stabilität. Ich möchte nur helfen. Naja, diese Lande haben so schon genug Probleme, gerade solche politischer Natur. Eine orkmordende Bande wird die Lage sicher nicht entspannen. Stimmt auch wieder. Na schön, dann hoffe ich mal, ich werde das nicht bereuen. Wenn du helfen willst, sollten wir da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Bei den Beweisen. Verstehe. Ihr sucht nach Beweisen, die ihr der Immerlichter Stadtgarde zeigen könnt, um sie auf legalem Wege zu überführen, richtig? Richtig. Ich bin nur ein einzelner Ork. Und selbst wenn ich wüsste, wo ihr Hauptquartier ist, helfe ich niemandem, wenn ich da reinlaufe und wie ein Bekloppter meine Axt um mich schwinge. Und nein, ich vertraue dieser Garde nicht. Aber momentan hat es den Anschein, als seien sie meine einzige Chance. Vermutlich. Und habt ihr irgendeine Idee, wo wir anfangen könnten, nach Beweisen zu suchen? Tatsächlich habe ich die, ja. Ich habe vor einer Weile einen Brief zwischen einem Lakaien des Syndikats und ihrem Anführer abfangen können. Wenn wir den der Garde zeigen, sollte sie das von der Existenz der Bande überzeugen. Allerdings haben diese Schläger mir natürlich meine Sachen abgenommen, als sie mich überwältigt und in den Käfig gesteckt haben. Wenn wir sie also Nichts für ungut, aber ich denke nicht, dass ihr mit uns kommen solltet. Vielleicht später, wenn ihr euch erholt habt. Ich fürchte, das ist wahr. Lasst uns nach euren Sachen suchen. Na schön. Tot nutze ich niemandem was. Ich habe die Schläger von einem Lager in der Nähe der alten Minenreden gehört. Vielleicht könntet ihr da anfangen. Das könnten wir durchaus. Und auf einmal sind da Gegner geploppt. Und zwar mitten vor dem Gottstein. Geil. Verängstigter Schläger. Okay. Korporal. Okay, wir können auch nicht mehr mit ihm reden, aber sehr interessante Quest. Sehr, sehr interessant wieder. Da lang? Was haben wir denn hier noch Feines? Schauen wir uns das wahrscheinlich keinen Beweis, versengende Sphäre und verbesserte Planken. Und das ist ein elfischer Forschungsplan. Das ist ja schon witzig, weil wir überhaupt noch nichts irgendwie mit den Elfen machen können. Und trotzdem kriegen wir hier schon die Forschungspläne. Gut, warum nicht? Das ist aber ganz klar, denn die Reihenfolge, in der wir die Rassen freispielen, ist uns ja freigestellt. Dementsprechend kann das Spiel jetzt nicht davon ausgehen, dass wir die Elfen noch nicht haben, aber den Forschungsplan können wir ja trotzdem einmal hier schon beginnen. Verbesserte Planken freigeschaltet. Und wir gehen jetzt einmal hierhin zurück und gucken noch einmal weiter in diese Richtung hier. Hier ist ja auch noch einiges, was wir aufdecken müssen. Und dann kümmern wir uns natürlich um das Lager hier. Wir werden diesem Hüter dann auch wieder seine Aura klauen, seine säubernde Präsenz. Okay, säubert Einheiten in der Nähe in regelmäßigen Intervallen, okay. Ja. Eigentlich eine ziemlich mächtige Fähigkeit. So eine Aura haben wir leider nicht. Da müssten wahrscheinlich Spinnen sein. Das sieht sehr nach Spinnengetier aus. Gehen wir es an. Das sah sehr nach Spinnengetier aus. Niemand hatte was zum Looten. Wie schade. Ist hier noch irgendwas? Nope. Hätte ja sein können. Von hier kommen wir. Bei der Hütte da war nichts. Aber hier oben kann noch etwas sein. Gehen wir deswegen einmal genauer schauen. Hier sehe ich doch schon wieder was. Und hier sehe ich einen ziemlich großen Bären. Sehr schön. Wir brauchen hier definitiv eine Erdrune.
Und wir brauchen hier auch einen... Oh, jetzt haben wir zum ersten Mal diesen Pfeil eingesetzt. Also, wie ist der Plan? Hilfe, bitte. Und zwar war das der Pfeil der Leere, den wir ja gelernt haben im letzten Video. Bärenfell und Fangzähne, was haben wir denn hier? Die Grabinschrift besagt, hier ruhen Josef Waldstein, berühmter Duellant, und seine treu ergebenen Gefährten. Okay. Noch etwas zum Looten. Wir haben hier Heiltrank und die Geschichte des unglückseligen Alchemisten. Viele Geschichten wurden schon erzählt über den unglückseligen Alchemisten und seinen tragischen Versuch, das schönste Gänseblümchen auf der Eo zu finden. Das ist eine gute Nachtgeschichte für ein anderes Mal, aber merkt sie euch. Da unten haben wir ein Lager. Ein verlassenes Lager. Amulett des Flüsterns. Zusätzlicher Schadentyp Schwarz. Dieses Lager da unten macht mich ein bisschen skeptisch. Da ist ein Gottstein, den müssen wir unbedingt aktivieren. Und damit haben wir im Prinzip auch überall die Möglichkeit, jetzt schnell hinzureisen, was ich ganz geil finde. Da sparen wir uns die langen Laufwege. Zumindest die teilweise langen Laufwege. Haben wir hier noch? Ist da irgendwas versteckt oder so? Das kann ja sein. Alles nope. Klar. Ist aber nicht. Dann gehen wir mal zum Lager hier. Ausgestorben. Ist doch irgendwie so eine Art alte Mine hier. War ich denn da oben zum Looten? Ja, ne? Na, ich glaube, da kam ich ja her. Talisman des unzerbrechlichen Eises. So eine haben wir eigentlich schon. Und benutzen den auch gar nicht. Ganz großartig. Da ist noch wieder was. Eine halb versunkene Truhe hier. Ein bisschen Gold noch. In Ordnung. Hätte ruhig etwas Interessanteres sein können, aber mein Gott. Ich denke mal, dass hier größtenteils dann nur irgendein... Ja, das wird nur Wasser sein. Dann können wir uns im Prinzip von hier dahin aufmachen. Sollten diesbezüglich aber durchaus vorsichtig sein, denn wenn wir da mitten in der Gegnerhorde spawnen auf einmal, dann könnten wir theoretisch schon ziemlich aufs Maul kriegen. Deswegen muss ich jetzt hier definitiv mal speichern. Jo. Und wir probieren unser Glück. Okay, wir haben hier leider Gottes. Warum ist der da oben gespawnt, frage ich mich gerade. Der muss auf jeden Fall gesilenced werden. Dann brauchen wir hier definitiv eine Erdrune. Und wir brauchen den Schaden und den Schaden. Fokustrank, Schaden, Fokustrank. Okay, wir kriegen sie down. Das ist äußerst positiv. Du kriegst erstmal hier sowieso einen Pfeil der Leere ins Gesicht. Und dann kriegst du noch hier so einen weißen Pfeil hinterher. Vielleicht sollten wir versuchen, einen der Schläger zu verhirren. Mit etwas Glück finden wir so noch mehr über dieses Syndikat heraus. Gute Idee. Ihr habt einen der Habseligkeiten des Verräters erhalten, stand da eben. Was immer das genau bedeuten mag. Jetzt haben wir hier Flamberge, war das, glaube ich. Das war, ist ein Kettenhemd. Der Einzige, der nicht in den Kampf eingegriffen ist, war natürlich er hier, der Verängstigte. Und mit dem können wir auch reden. Was für ein Zufall. Nein, bitte, Gnade. Ich will nicht sterben. Dann sprecht. Wir wollen Informationen über euer Syndikat, wenn man es denn so nennen kann. Natürlich. Was wollt ihr wissen? Erzähl mir alles. Wer zum Geier hatte diese Idee, Orks zu schlachten und ihr Fleisch zu verkaufen? Ich weiß es nicht. Ach ja? Ja, ich bin erst seit ein paar Monaten dabei und niemand hat mir erzählt, wer das Syndikat gegründet hat. Alles, was ich weiß, ist, dass wir unter einem Kerl arbeiten, der sich nur der Metzger nennt und der den Schlachthof in Immerlich betreibt. Aber ich habe ihn nie persönlich gesehen. Das ist ja auch ein geiler Name, ey. Der Metzger. Ja, total unauffällig. Wie ist ein Kerl wie ihr bei so einer Verbrecherbande gelandet? Ihr seht nicht aus wie ein typischer Halsabschneider. Bin ich auch nicht. Ich komme aus dem Schlammviertel und habe Jahre nach Arbeit gesucht. Aber das ist für einen Bewohner der Elendsviertel fast unmöglich geworden.
Dann kam dieser Kerl namens Finn eines Abends in die Schandgeige und, naja, die Bezahlung war gut. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich begriffen habe, dass es gar kein Lindwurmfleisch war, das wir verkaufen. Yummy. Wo ist euer Hauptquartier? Ihr meint den Schlachthof? Verdammt, wenn ich euch das sage, schlitzen sie mir die Kehle auf. Das klingt in der Tat schmerzhaft. Nein, wartet. Er ist in Immerlicht. Unter Immerlicht, um genau zu sein. Ihr habt doch eine Karte, oder? Hier, da ist der Eingang. Wie gesagt, jegliches Orkfleisch wird vom Metzger höchstpersönlich zubereitet. Von unserem Anführer. Verstehe. Sonst noch was? Nein, ich... Wobei, wartet, ja. Die Losung. Ihr müsst die Losung sagen. Wenn sie euch fragen, warum seid ihr hier, müsst ihr erwidern, wegen des Produkts. Wegen des Produkts. Gut. Jetzt bleibt nur noch die Frage, was ich mit euch tun soll. Was? Aber ich hab versprochen, dass ihr mich verschonen werdet. Das werden wir auch tun, denn er war sehr kooperativ. Und vielleicht überdenkt er jetzt mal sein Leben. Geht mir aus den Augen. Aber wenn ich euch je wieder mit diesen Halsabschneidern zusammen sehe, werde ich nicht mehr so nachsichtig sein. Ja, natürlich. Ich war ohnehin fertig mit diesen Spinnern. Danke, Soldat. Danke. Sehr schön, damit wissen wir eigentlich alles, was wir wissen wollen, von wem das Ganze initiiert wurde, wo ihre Operationsbasis ist und wie wir da hinkommen, das ist am wichtigsten. Wir gehen jetzt zu dem Ork zurück und geben ihm seine Sachen. Und wer weiß, vielleicht schließt er sich jetzt tatsächlich unserer Sache an. Wäre zumindest gar nicht uncool. Verdammte Rüstung! Und wir steigen auch bald schon wieder eine Stufe auf, was ganz cool ist. Dann wären wir Stufe 12. Wow. Wir haben auf jeden Fall noch viel vor uns. Sicher doch. Ich habe alles erledigt. Sieh mal einer an. Wird überarbeitet. Meine bleichgesichtigen Freunde kehren zurück. Und? Hattet ihr Erfolg? Ich denke ja. Sind das eure Sachen? Lasst mal sehen. Ja, tatsächlich. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Meine bisherige Erfahrung mit euch Bleichgesichtern war, dass ihr viel redet und wenig handelt. Scheint, als lag ich diesmal falsch. Der Beweis wird ausreichen. Wir sollten das Versteck stürmen. Also, werdet ihr diesen Brief der Garde übergeben? Meint ihr, das wird genügen, um dem Syndikat das Handwerk zu legen? Ich hoffe es zumindest. Auch wenn ich trotzdem kein gutes Gefühl dabei habe. Das Schicksal meiner Brüder in die Hände von Bleichgesichtern zu legen? Ich weiß nicht. Aber ich habe wohl keine Wahl. Hört her, Taha. Kürzlich habt ihr etwas von einer Armee erwähnt, die ihr kommandiert. War das eine Metapher? Sie ist in der Mache. Warum? Ich habe mich gefragt, ob ihr vielleicht meine Unterstützung brauchen könntet. Ich wollte fast fragen. Ihr könnt nirgendwo hin. Ja. Moment. Meintet ihr nicht, dass ihr der Kal-Sul eures Stammes seid? Warum wollt ihr euch mir dann anschließen? Ach, nun ja, ich war nicht ganz ehrlich. Ich bin nicht nur der Architekt der Staubkriecher, sondern auch der Erstgeborene von Gnaras, dem hohen Häuptling des Stammes. Ich will euch nicht langweilen, also fasse ich mich kurz. Mein kleiner Bruder Rak war magisch begabt und auserkoren, ein Schamane zu werden. Und um bei Orks ein Schamane zu werden, muss man eine Prüfung ablegen. Ich hatte Gerüchte darüber gehört. Darüber, wie viele junge Orks nie von dieser Prüfung zurückkommen. Und der Gedanke, meinen Bruder zu verlieren, ich konnte es einfach nicht akzeptieren. Also, was habt ihr getan? Ich habe ihn entführt. Es war idiotisch. Und einen Tag, nachdem wir das Kal verlassen haben, wurden wir wieder eingeholt. Mein Vater hat mich zur Strafe ins Exil geschickt. All das hier. Mein Versuch, die Immerlichter Orks vor dem Tod zu retten. Ich schätze, es ist ein Versuch, Reue für meine Taten zu zeigen. Aber reden wir nicht mehr darüber als nötig. Alles, was ihr wissen müsst, ist, dass ich nicht zu meinem Volk zurück kann. Noch nicht. Schließt euch meiner Armee an. Auf jeden Fall. Wenn ihr ein Architekt seid, könnten eure Talente wirklich nützlich sein.
Wenn ihr uns beitreten wollt, bringt diesen Brief zur Garde und trefft uns dann an der Grenze. Das werde ich tun. Habt Dank, Taha. Ich weiß das zu schätzen. Und ich verspreche euch, dass ich keine Last sein werde. Möge euer Blut niemals brennen. Wir hören uns später. Cool. Das heißt, wir haben jetzt einen orkischen Architekten und einen menschlichen, John Thaler, den wir noch abholen müssen aus der Wildnis des Kandas. Und jetzt haben wir ihn außerdem noch freigelassen. Was ja für ihn auch nicht ganz schlecht ist. Ich frage mich, ob wir jetzt nachträglich noch zu diesem Schlachthof können. Denn eigentlich würde ich da schon mal gerne reingehen und gucken, was da abgeht. Klingt gut. Wir werden das mal probieren. Da drüben hin. Denn eigentlich hatte er recht. Wir können eigentlich nicht darauf vertrauen, dass die Garde... Gut. ...im Prinzip wirklich dafür Ordnung sorgen wird. Irgendwie glaube ich das nämlich nicht. Wir gehen jetzt mal eben dahin. Ich meine, keine Ahnung, was für einflussreiche Persönlichkeiten im Prinzip mit in diesem Markt hängen, aber wir werden es dann da feststellen und vielleicht werden wir Ärger bekommen, aber das ist es dann auch wert. Die Kanalisation haben wir uns, by the way, immer noch nicht angeguckt. Dabei habe ich das eigentlich schon seit 3 Folgen vor oder so. Aber es ist einfach zu groß, es passiert einfach zu viel. Wir sollten weiter. Da weiß man gar nicht, wo man als erstes gucken soll. Verschleierter Mann. Ja. So, wir können ja mal speichern. Und dann werden wir die Bude mal stürmen hier. Die Party. Wir können da nicht hin, okay. Schade. Dann habe ich uns offenbar der Möglichkeit beraubt, uns das anzugucken. Aber gut. Wir haben so entschieden. Und wer weiß, was das noch für Auswirkungen haben wird. Ich bin gespannt. Dann gehen wir mal zurück zu dem Gottstein. Und wir wollen dann uns die Kanalisation angucken. Da werden wir deshalb jetzt mal alles vorbereiten. Also, ich glaube, es gab irgendwo noch einen schnelleren Weg zur Kanalisation, aber wir nehmen jetzt mal den hier unten. Denn es wird einen Grund geben, warum der so außerhalb der Stadt ist. Wahrscheinlich, das müsste eigentlich auch die Route sein, über die Hagard die Magier geschmuggelt hat, würde ich jetzt mal vermuten. Und es gibt ja immer noch hier oben etwas zu tun. Und ich hoffe, dass ich mittlerweile mit den Gegnergruppen fertig werden kann. Wir müssen einfach nur diese Magier raussnipen erstmal. Oder sie silenzen am besten, vorher schon. Und dann ordentlich mit AOE-Damage arbeiten. Na, sieh mal einer an. Und dann kriegt man die schon. Kriegt man die schon klein. Die Kanalisation! Cleaning up. Die besten Angelegenheiten sind die, aus denen du dich raushältst. Auf nur wenige Orte trifft dieses Sprichwort besser zu, als auf Immerlicht. In einer Unterwelt, die beinahe genauso groß ist wie die Stadt an der Oberfläche, findet sich ein Anbieter für jedes noch so dunkle Begehren. Dabei beherrschen die Syndikate und Banden Immerlichts es dennoch meisterhaft, in den Schatten zu bleiben. Den meisten ihrer Geschäfte gehen sie hinter verschlossenen Türen oder in den zahllosen Tunneln und Kanälen nach, die unter der Stadt verlaufen, wie ein Netz aus Adern, durchströmt von schwarzem Blut. Wow. Dann muss das ja echt riesig sein. Gehen wir's an. Wir haben hier auf jeden Fall Banditen, die uns nicht gerade freundlich gesonnen sind, wie wir gerade gesehen haben. Aber ich habe doch noch gar nichts gesagt. Warum greift er denn sofort an? Ich könnte ja einer von ihnen sein. Ja, wir sehen hier auch schon im Prinzip die anderen Eingänge. Sicher doch. Oh Gott. Guter Plan. Warum haben wir denn hier Medusen? Sie werden fallen. Zumal die nicht gerade schwach sind, wie wir gerade feststellen. Ist das denn nie ein Ende?
Dunkle. Fuck. Wird schon schief gehen. Wir brauchen die Erdrune. Wir brauchen A, definitiv. Sehr schön. Gerade mal ein bisschen gesilenced. Und Schaden. Ich brauche Heilung. Du kriegst deine Heilung. Na dann. Okay, Medusen. Macht euch bereit. Wie viel Leben hat die denn? Ich brauche Heilung. 480 und dann haut sie trotzdem so krass rein. Okay, gerade so geschafft. Aha. Puh, ein harter Kampf. Das spricht ja irgendwie dafür, dass da noch mehr Medusen warten. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, jetzt schon in die Kanalisation zu gehen. Einige Gebiete sind offenbar wirklich noch sehr heftig. Wie in dieser Mine, da haben wir auch diesen ganz krassen Gegner gesehen oder diesen mehreren krassen Gegner. Klingt gut. Bei denen wir eigentlich noch kein Land sehen. Hier haben wir ziemlich viele Spinnen. Aber gegen Spinnen kommt man ja irgendwie noch klar. Ich werde euch beschützen. Gehen wir es an. Das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Und hält trotzdem ein paar Erfahrungspunkte für uns bereit. Haben wir denn hier irgendwas? Nö. Nö. Ich habe hier irgendwie mehr Menschen erwartet. Wenn hier das Syndikat regieren soll, irgendwie sieht man davon gar nicht. Okay. 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 Ich sage nichts mehr. Ich sage gar nichts mehr. Das ist bezeichnend. Gut, warum nicht? Verdammte Rüstung. Sie wollen gerade irgendwie von allen Seiten kommen. Ziehen wir sie mal ein bisschen hier hin. Zumindest macht irgendeinen von denen. Komm. Wird schon schief gehen. Okay. Na dann. Next one. Okay, next one. Der blockt erstmal alles weg, der Bastard. Und er stirbt trotzdem. Und die sterben auch. Wen haben wir da oben? Scharlatan. Klingt ein bisschen wie ein Magier. Ist wahrscheinlich auch einer. Ja, es ist einer. Ich brauche Heilung. Humanoide. Jetzt haben wir erstmal einen Scharlatan unserem Glossar hinzugefügt. Verstärkte Lederrüstung, allerdings nicht von ihm. Hier liegt trotzdem etwas. Verschlingende Sphäre erzeugt einen Wirbel im Zielgebiet, okay. Wie kann ich mir denn diesen Wirbel vorstellen? Und was genau ist hier? Ah, schauen wir uns das mal an. Ah, das ist immer leicht. Das wird einfach nur die Mitte der Stadt sein, die wir da gesehen haben. Da war nämlich ein Eingang. Hier ist nichts, hier ist nichts. Oh, da ist was. Falar. Ja? Komischerweise kann man den nicht angreifen. Hallo? Man kann gar nichts mit ihm machen. Man kann ihn hin und her schubsen, aber... Vielleicht ist das nachher ja irgendwie noch ein Quest... NPC oder so. Alles klar. Kann ja gut sein. Na, sieh mal einer an. Heiltränke. Nehmen wir erstmal dankend entgegen. Hier waren die Medusen. Dann geht's hier noch weiter hoch. Da kommen wir dann zum dritten Eingang. Oh, no. So. Guter Plan. Feinde. Kloppen wir die als erstes mal down. Das ist äußerst wichtig. Sehr schön. Ich werde euch beschützen. Hier haben wir tatsächlich auch wieder was zum Looten. Und zwar schlechter gleißender Stab. Orkische Axt. Trank der Beherrschung. Erhöht eure Fokusregeneration für 20 Sekunden. Da oben ist der nächste Eingang. Aber wo führt der denn hin? Das muss ja auch nach Immerlicht führen, aber... Das ist ein Eingang, wo ich jetzt nicht sofort wüsste, wo der zur Stadt rausführt. Und dann haben wir jetzt noch hier... Vielleicht so einen kleinen Gang. Und dann war es das schon mit der Kanalisation.
Nach dem, was der Erzähler erzählt hatte, hatte man da irgendwie mehr erwartet. Hier ist tatsächlich auch gar nichts mehr. Hier waren nur ein paar Medusen. Wie auch immer die hier hinkommen. Wir nehmen jetzt mal diesen Ausgang hier. Denn wie gesagt, keine Ahnung, wo der jetzt direkt hinführt. Da lang? Man sollte vorher vielleicht mal speichern. Um nicht aus Versehen wieder in irgendeiner Gegnergruppe zu landen. Das kann ja passieren. Und Rindor. Von den wenigen Flüchtlingen, die die Reise nach Immerlicht schaffen, sind viele darüber entsetzt, dass ihre Sorgen dort kein Ende finden. Obwohl es dem Stadtstaat durch seine Neutralität gelungen ist, während der Magierkriege unversehrt zu bleiben, hat er einen eigenen... Ah, okay, es ist tatsächlich hier. Wo haben wir hier denn den nächsten Ausgang? Ist er tatsächlich erst hier unten? Ist er, glaube ich. Ja. Dann ist das Einzige, was jetzt hier noch offen ist, in Immerlicht, dieses Gebiet hier oben. Und ich würde sagen, nehmen wir uns der Sache mal an, damit wir dann ab dem nächsten Video wirklich diese Gegend erstmal verlassen können. Da lang. Um nach Mulandir zurückzukehren und mal zu gucken, ob die Vielgereisten mittlerweile dort angekommen sind und unsere anderen Verbündeten, die wir ja auch gesammelt haben. Die beiden Architekten, Haggard vielleicht, wenn wir Glück haben. Und da gab es ja auch noch diesen elfischen Schmied, aber dafür müssen wir erstmal seine Mission erfüllen. Da drüben hin? Das ist nicht. Wir signen ihn direkt. Und bei dem müssen wir auch eine Lösung finden. Einer unserer Helden wurde getötet. Was ist? Also ich bin wirklich mehr als überfordert mit der Stärke dieser Gruppe. So richtig verstehen kann ich es nicht, warum die so stark sind. Es ist mir ein Rätsel. Das ist auch die einzige Gruppe, bei der ich solche derartigen Probleme habe. Die ist ein bisschen inbalanced. Ein bisschen sehr. Von den wenigen Flüchten. Also das Einzige, was ich nur hier im Prinzip wieder machen kann, ist versuchen, den Magier rauszusnipen, wie ich es schon mal gemacht habe, oder einzelne starke Typen in der Gruppe, um dann nach und nach da weniger Druck und weniger Nerv zu haben, weil das Schlingen, ist... die Reise nach... Das ist schon eine... Gut, warum nicht? Schon ein bisschen merkwürdig. Der hatte 200. So, den haben wir uns rausgesniped. Und wir hauen jetzt auch ab. Komm her. Komm her. Taha. So, jetzt haben wir hier den. Kriegen wir den? Oh ja, wir kriegen ihn. Und zwar ohne viel Gekämpfe haben wir ihn noch gekriegt. Verstanden. Sehr schön. Jetzt haben wir hier diese beiden. Jetzt hauen wir den um. Und wir silenzen ihn. Ich meine, das war jetzt eine Menschenzerquetscher, okay? Eine relativ lame Art und Weise, damit umzugehen. Es wird schon schief gehen. Aber das ist mir immer noch lieber, als jetzt zwei Wochen lang zu versuchen, gegen diese Gruppe fair anzukommen. Guter Plan. Wegelagerer, so nah an Immerlicht. Das ist seltsam. Ja. Tja, wir haben ja schon gehört, dass diese Stadt ein Problem hat mit dem Gesetz. Was haben wir hier? Ein untersetzter Mann mehr als 40 Winter, also sein Hinterkopf ist zerschmettert, okay. Dann wurde er einfach seiner Wertsachen beraubt. Alles klar. Ist es die Tochter? Sicher doch. Sie sieht nicht sehr lebendig aus, wenn ihr mich fragt. Interessant.
Um den Felsblock herum liegt Kleidung verstreut. Manche Kleider sind sauber, manche schmutzig. Getrocknetes Blut klebt an einem der Hemden. Na, sieh mal einer an. Blonde Haare, Muttermal auf der Wange. Das ist die Tochter des alten Mannes. Verdammt! Diese Banditen müssen sie entführt haben. Und nicht nur das. Gehen wir zurück zu dem alten Mann. Er wird es wissen wollen. Ja, und es wird ihn nicht gerade glücklich machen. Taha, wir sollten dem alten Mann nicht erzählen, was sie ihr angetan haben. Warum nicht? Erzählt ihm einfach, sie wäre gestürzt und hätte sich das Genick gebrochen. So wird er nicht den Rest seines Lebens damit verbringen, sich auszumalen, wie die letzten Augenblicke im Leben seiner Tochter verlaufen sind. Klingt an sich vernünftig, Iria. Versteckreisen. Aha. Wir haben doch da Zettel bekommen. Wartet mal. Wir haben da Zettel gehabt. Wenn ich jetzt wüsste, wo wir die haben. 3724. 3724. 3724. Nein. 2437. Nein. 2347. Nee, da fehlt noch irgendwas. Das ist noch nicht alles. Das ist nicht der ganze Code. Die da oben, da unten machen mir Angst. Der hat eine Eile-Aura auf seinen Männern hier liegen. Wie wäre es mal, wenn wir die Aura löschen? Das hat offenbar nicht für alle gereicht. Das sollte aber für die meisten reichen. Jetzt holen wir den Nithals Schild raus und betäuben sie. Oder töten sie direkt. Da liegt noch was. Sehr schön. Erstmal den Barney Geröllheimer gespielt hier. So, was haben wir denn hier? Hier liegt auch noch irgendwas. 1-1. Prunkamulett der Schöpfergilde. 1-1. Okay, dann haben wir jetzt 3 Briefe, wo jeweils irgendwelche Zahlen draufstehen. Und die haben irgendetwas mit dem Versteck zu tun. Aber wir müssen mal gucken, was das bedeuten könnte. Das Holz ist vermodert. Hier wurde seit Jahren nicht mehr gearbeitet. Danach sieht das auch aus. Verstanden. Aber gut, dass es hier nicht noch ein Sublevel gibt, das wir uns angucken müssen. Klingt gut. Denn dann wäre auch langsam ich überfordert. Aber immerhin ist hier noch ein Gottstein. Yay. Ich kann mir vorstellen, dass hier später auch noch wieder irgendeine Quest stattfinden wird. Was haben wir denn hier oben noch? Oder ist da einfach nur der Weg zurück zur Stadt? Das könnte ja auch sein. Wölfe, Spinnen, alles, was das Abenteuerherz begehrt. Ich werde euch beschützen. Gehen wir es an. Da oben ist nichts mehr. Und auch hier, oh, ein Rekitz, ein Bambi. So, da oben geht's raus aus der ganzen Map. Und hier sind wir dann hier. Ja. Okay, dann haben wir jetzt noch diese Gegnergruppe hier, die wir eben mal klein kloppen können. Wobei, was heißt eben mal? Es wird wahrscheinlich ein bisschen komplexer sein als das. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier diesen Schleichweg lang können. Aber natürlich gibt es dann hier keinen Ausweg mehr.
Aber wenn wir den silenzen, dann... Ja, ist das schon mal die halbe Miete. So. Schön Schaden anrichten an dem. Apostat. Na dann. Weg mit ihm. Und ab mit dem Kopf. Schauen wir uns das mal an. So, Tulgrims Großaxt. Ja, und damit hätten wir im Prinzip hier alles erledigt, was wir erledigen können. Ich muss nochmal gucken, wie wir denn tatsächlich letztendlich hier in das Versteck können. Da müssen wir mit dem alten Mann noch reden und dann noch die Trankgeschichte hier erledigen. Und Knoblauch müssen wir eigentlich auch noch finden. Aber dafür wird sich eine Lösung finden beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Spellforce 3. Und dann zurück nach Mulandir. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.